Moin, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zur Formel 1. Heute beim Rennen in Austin. Meine Nicht-Lieblingsstrecke. Aber ich muss tatsächlich sagen, in diesem Spiel macht sie bislang doch ordentlich Laune. Denn tatsächlich kann man hier relativ gut durch die S-Kurven zum Beispiel heizen. Ah, nicht perfekt positioniert für die Linkskurve hier. Alonso aktuell auf der 1. Ah, P7 aktuell. Und jetzt kommt gleich die lange Gerade hier. Oh, ein bisschen korrigieren müssen. P2, P1. Ja, das sieht gut aus. Ja, wir nutzen hier komplett auch die Batterie bis zuletzt. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Also hier sieht es im Quali nicht schlecht aus. Jo, Alter. Also nach einigen schwachen Quali-Performances geht's jetzt mal richtig, richtig ab. Schönes Ding. Ehe wir in den Sprint durchsteigen. Oh. Oh, das ist es! Pole! Ja, Mann! Okay, das ist wirklich ein bisschen heftig. 13. vor Alonso und Verstappen nur auf der 5. Bei nur noch 12 Punkten Abstand heißt das, wir könnten den Abstand jetzt nahezu halbieren, was gar nicht mal so doof wäre. 89 Punkte Rückstand in der KWM und mit Sergio Perez auf der 10 sieht es so aus, als könnten wir zumindest die Konstrukteursmeisterschaft nach und nach sicher eintüten. Aktuell läuft hier auch eine absolute Upgrade-Schlacht. Wir haben ganz, ganz knapp die Führung vor Mercedes, McLaren, dahinter Ferrari und Red Bull. Und dahinter, ja, bildet sich mittlerweile eine relativ große Lücke wieder zu den Teams dahinter. Haas war zwischenzeitlich an Mercedes dran, hat aber nicht wirklich weiterentwickeln können. Und Mercedes, die hatten noch ein paar Upgrades in petto. Fernando Alonso möchte die Strapazierfähigkeit investieren. Ich guck mal, ob wir beim Chassis was haben, weil da dürften wir, ja, immer noch das größte Defizit haben. Da ist Mercedes ganz vorne. In Sachen Aero sind wir ganz gut auf Augenhöhe mit Red Bull. Hier beim Ladeluftkühler, da könnten wir eigentlich nachjustieren. Wäre dann auch definitiv bis Brasilien durch, aber machen wir das oder nicht? Weil wir haben eh schon einen Motorvorteil. Komm, für Brasilien hilft's. Hat ja auch Hamilton schon mal durchaus hier und da bewiesen. In Brasilien ist ein neuer Motor gar nicht so doof. Und hoffentlich hilft uns in Austin unser Gesamtpaket auch ganz gut. 3 Aston Martin an der Spitze. Was könnte es Schöneres geben? Gehen wir rein ins Rennen. Auf geht's. Beziehungsweise den Sprint. Alonso ist in. Er kam auch sehr gut um die Kurve. Oh! He cut the chicken! Der hat ein bisschen geschnitten hier. Anders als ich jetzt dieses Video ungeschnitten hochladen werde. Zumindest den Sprint. Oh mein Gott. Das Sam hat sich auf die 4 verbessert. Wie auch die letzten Male gibt es den Sprint Uncut. Oh Gott. Und wie auch schon die letzten Rennen habe ich in der ersten Runde wieder Probleme mit dem Grip. Also irgendwie passt es in der ersten Runde nie so richtig zusammen. Ich nutze jetzt mal ein bisschen mehr Energie als gewöhnlich. Einfach damit wir nicht den Anschluss zu Fernando verlieren. Denn so gerne ich meinen Teamkollegen auch habe, ist nicht schneller als ich. Ich werde ihn auch nicht hier bevorzugt behandeln. Und wir versuchen jetzt in Richtung WM-Titel zu stürmen. Das war nicht gut. Krass, dass mir die Quali-Runde so viel besser gelungen ist. Also, die Linie hier war wirklich desaströs zwischenzeitlich. Aber sieht jetzt doch ein Ticken besser aus. Zum Ende der Runde schaffen wir es wenigstens, auf Augenhöhe zu fahren. 33,7 von Alonso. 34,2. 34,2 ist auch nicht so schlecht. Solange Verstappen jetzt nicht aufs Podium kommt,
Ist alles okay, wobei Sprint, muss man auch mal ehrlich sein, da ist die Punkteausbeute eh nicht so riesig. Oh, da ist irgendjemand nochmal eine schnellere Sektorzeit gefahren. Hamilton? Oh mein Gott, der Verstappen hier ein bisschen auf Abstand halten kann. Ah, und da hatte ich wieder ein bisschen Gripverlust. Oh oh. Ich muss die Flucht nach vorne antreten, möglichst. 7 Zehntel Rückstand. Ich glaube, ich habe ein bisschen weniger Flügel als alle anderen mit dabei. Späte Attacke, Fernando! Oh! Ich glaube, der wird nicht happy sein mit diesem Überholmanöver. Eigentlich wollte ich da nicht rein. Dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie ist da noch Überschuss da. Habe ich gedacht, okay, ich lasse jetzt einfach mal weiterlaufen. Ich konnte es halt auch irgendwann nicht mehr stoppen. Es sei denn, ich hätte einfach die Reifen komplett zum Blockieren gebracht. Und Fernando, oh, der ist nach der Dreifach rechts hier dran. Ich versuche ja auch ein bisschen hier Energie zu sparen, damit ich mir, damit ich hier nicht überall die Sitting Duck bin. Ja, aber der hier kommt auch direkt wieder vorbei und in den S-Kurven wird er wahrscheinlich vorne sein. Oh, Hamilton ist auch dran. Oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Overtake hier in die S-Kurven rein, damit ich vor dem Mercedes bleibe. Ich komme hier nicht an den Scheitel ran, leider. Deutlich mehr Grip jetzt beim Exit. Jetzt könnte ich vielleicht wieder gegen Alonso kontern. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Schöner Exit. Ja, manchmal schalte ich auch von ERS aus auf Mittel nach der Kurve, sobald ich wieder quasi Traktion habe. Gerade bei langsamen Kurven ist es, glaube ich, gar nicht mal so doof. Ja, und ich gehe das Ganze ein Ticken ruhiger an beim Überholen. Oh mein Gott, Alter. Also, Traktion ist Fehlanzeige hier gerade. Das Ding ist, ja, Sieg sollte, gerade auch wenn man hier der Lokalheld ist, als Indy 500 Sieger auch, und sowieso möchte man eigentlich hier Verstappen in der WM besiegen. Eigentlich würde man, glaube ich, in der Realität nach und nach sagen, yo Fernando, lass mal hier den Juan bitte vorbei, aber so gern ich auch das Ding gewinnen will, muss man halt sagen, selbst mit einem zweiten Platz wäre man hier deutlich besser bedient, als wenn ich mich und Alonso hier rausnehme. Und auch wenn Juan Pablo Montoya früher durchaus immer ein bisschen hitzköpfig war, mittlerweile dürfte er safe die Reife besitzen, sowas auch zu wissen. Alonso, Alter. Der kann da innen aber auch ein gutes Tempo mit durchnehmen. Boah, Junge. Jetzt habe ich das Gefühl, übertreibt er es hier und da mal. Ja, bleib ruhig vorne, alles gut. Ich hole mir die Führung auf der Startziel wieder. Oh mein Gott, das ist ein Hamilton. Hamilton bleibt dran. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah. Ey, das ist bis jetzt auf jeden Fall ein Rennen auf Messerschneide hier. Manch einer wird sich jetzt vielleicht fragen, ja Dave, warum gehst du nicht einfach in Führung und gut ist? Ja, haben wir ja einmal gesehen, was dann passiert. Nix. Du wirst
ziemlich direkt danach wieder attackiert von Alonso, von Hamilton, von wem auch immer. Oder von beiden. Und dann hat sich mit der Spitzenposition auch ganz schnell wieder erledigt. Und wir haben Gelb. Hinten ist, ich glaube, ein Alpine raus. Ist aber noch Ocon ist raus. Ah, da wollte ich durchaus mal auf den Switchback setzen. Hat nicht funktioniert. Kleiner Stand gegen Alonso. Wir sind vorbei. Auf geht's. Oh, oh, Alter. Ich lenke da zu spät ein. Jo, Alter, Hamilton, was ist mit dir los? Alonso hat DS. Jetzt wird Hamilton wahrscheinlich von Verstappen geschluckt. Karma. Das war das erste Mal, dass es hier eine Berührung gab. Und die mit Hamilton jetzt. Schade. Und jetzt verliert er auch noch die Position gegen Verstappen. Das ist halt das Ding, ne? Je mehr Downforce du hast, desto besser ist auch der Turnen. Deswegen, deinen S-Kurven sieht es super aus. Hier habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Okay, so stark lenkt das Auto nicht ein, wie ich es in meinem Gefühl habe. Und ich muss ein bisschen ERS sparen. Ich bin da die ganze Zeit am Limit, was das angeht. Ich habe das Gefühl, im Qualifying war ich doch durchaus stärker. Im Rennen habe ich jetzt mal eine KI-Stufe hochgestellt, aber auch nur eine. Und ich merke sofort, okay, ich muss mich strecken, um hier dran zu bleiben. Also ich habe das Gefühl, dass die Gegner hier definitiv im Renntrim besser unterwegs sind. Während es sonst oft andersrum ist, auch da wird jetzt in den Kommentaren mittlerweile diskutiert, für die Leute, die neu auf dem Kanal sind. Ja Leute, ich bin Dave und ich habe im Regelfall keine so unglaublich gute Quali-Pace. In Sachen Renn-Pace sieht es dann richtig gut aus oft. Wenn man das alles in Relation setzt. So, jetzt die Linkskurve mal besser hinbekommen. Sehr schön. Ausnahmen bestätigen, wie man heute sieht, die Regel. Aber im Regelfall, ja, bin ich nicht der beste Qualifier. Und wie gesagt, der Renntrim, das ist dann eher mein Terrarium, richtig. Mein Terrain. Nee, aber passiert. Ja, mag man vielleicht ein bisschen komisch finden, aber ist jetzt auch nicht unbedingt die größte Ausnahmeerscheinung des Planeten. Es gibt, glaube ich, an sich halt Fahrer, die mal im Quali besser sind und welche, die im Rennen besser sind. Schaut euch die Ratio an, wie viele Rennen hat Leclerc vor der Pole gestartet und wie viele konnte er davon gewinnen. Oder auch ein gutes Beispiel ist Hamilton in dieser Saison, der ja im Renntrim oft deutlich besser ist als im Quali-Trim. In Summe da das Überholen in der Realität nicht so super einfach ist in der Saison, kostet ihn das trotzdem viele, viele wertvolle Punkte, aber das ist jetzt nicht unbedingt das einmaligste Phänomen, das es gibt. So, ran an Alonso. Wir haben ein bisschen was an Energie auch ansparen können. Ja, in so schnellen Kurven finde ich es teilweise super interessant, mal Fahrern auch zuzuschauen, während sie jemandem hinterherfahren. Ich glaube, jüngst in Katalonien war das auch wieder mit Hamilton so, dass man sieht, wie er wirklich aktiv eine ganz andere Linie fährt, einfach um der Dirty Air möglichst zu entkommen. Alternativ ist es einfach Skill-Issue, aber ich glaube eher, dass er weiß, was er tut. Ich weiß nicht, ob es im Spiel genauso funktioniert, aber wäre cool, wenn ja. Oh mein Gott, Alter. Eieiei. So. So langsam müssen wir auf volle Attacke fahren jetzt.
35% auf dem Reifen. Hinten rechts der Reifen überhitzt fast schon wieder. Oh je, Mine. Boah. Sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Das würde auch erklären, warum ich mich hier im Renntrim ein bisschen schwerer tue. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da müsste ich eigentlich die Reifendrücke noch mal ein bisschen anpassen. Und im Renntrim wird das, denke ich mal, ein gutes Zeichen sein für die harten Reifen. Die sind, glaube ich, hier dann der beste. Aber ich bin zufrieden mit der Konstanz meiner Rundenzeiten. Natürlich auch irgendwo vorgegeben, dadurch, dass Fernando vor mir die Pace vorgibt. Aber, oh, hinter mir Hamilton mit Problemen. Max Verstappen kommt da nicht vorbei und boah, jetzt bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Max Verstappen wird jetzt safe an Hamilton vorbeiziehen. Ich glaube, das Beste fürs Team wäre tatsächlich, wenn wir uns jetzt zurückfallen lassen würden, beide, und Hamilton wieder ins DRS-Fenster mit reinnehmen, weil dann punktet Verstappen nicht ganz so gut. Da man sowas aber nicht koordinieren kann und es eh ein bisschen unsicher wäre, pushen wir weg. Und gucken drauf, was für uns als Fahrer am besten ist. Und das ist, Fernando zu besiegen. Auf geht's. Boah. Habe ich ihm mal ein bisschen Zeit gekostet. Russell jetzt auch an Hamilton vorbei? Nee. Oh, die kosten sich so viel Zeit, dass Verstappen da nicht nur durchgeschlüpft ist, sondern jetzt auch wirklich nicht mehr unter Bedrängnis. Nicht mehr in Bedrängnis gerät. Ah, gefällt mir gar nicht. Oh Mann. Oh, die Hinterreifen, ey. Gar kein Grip. Wirklich gar nichts. Oh, ich war auf Medium. Hatte vergessen, den ERS-Modus runterzudrehen für die Haarnadel. Oder vor der Haarnadel. Da bin ich jetzt mal ein, zwei Mal über die weißen Linien gefahren in der S-Kurve, in den S-Kurven. Aber ich habe erstmals seit Ewigkeiten keine Probleme damit, in Austin die S-Kurven richtig zu treffen, ohne da zu krass zu extenden oder überhaupt zu extenden. So, die Chance ist jetzt da. Ja, super Energie angespart. Let's go. Da gibt's auch gar nichts zu schnacken. Fernando hier ohne Chance, jegliche Gegenwehr zu leisten. Oh mein Gott. Also im Rennen werden die Softs unbrauchbar sein. Die würden sogar unbrauchbar sein, wenn ich den Reifendruck maximal erhöhe. Ich fahre ja mit quasi Standard-Reifendruck. Wo die Reifen sich hier im Spiel, boah, sehr viel stärker erhitzen. Aber das ist es. Boah, Sprint gewonnen. Tolles Finish. Du hast dich verbessert, das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnet. Hätte Hamilton nicht den Fehler gemacht, hätten wir noch einen weiteren Punkt zu Verstappen gut gemacht. Aber passt schon, passt schon. Sergio Perez auch punktlos aus diesem Rennen rausgegangen. Genau wie auch Charles Leclerc. Wow. Nur noch 10 Punkte zu Max Verstappen. Alter Verwalter. 98 Punkte Vorsprung zu Red Bull. Ja, gucken wir mal, wie das dann läuft in den nächsten Rennen. Für dieses Mal bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr so ist, Däumchen da lassen. Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis demnächst bei Formel 1. Ciao, ciao.